Moin moin und herzlich willkommen zum Part 2 meiner kleinen, aber bescheidenen Anime-Sammlung, Blu-ray-Sammlung. Heute gehe ich dann den Rest durch. Alle die Filme, die man hier im Hintergrund sieht, die bin ich im ersten Part durchgegangen, habe da jeweils ein paar Wörter zu verloren zu jedem Film an sich oder Serie. Wenn ihr da noch nicht reingeschaut habt, ey, würde mich freuen, wenn ihr auch euch den ersten Part anschauen würdet. Aber ja, ich mache einfach mal jetzt direkt weiter mit Fireworks. Alles eine Frage der Zeit. Ein Film, der einfach visuell ganz schick ist. Im Grunde aber jetzt, ja, habe mir jetzt nicht so viel gemerkt im Nachhinein. Ist auch hier ein paar Jahre her, dass ich den gesehen habe. Hab den mal zu Weihnachten bekommen. Und ja, ist einfach ein Romance-Film. Ist ein bisschen schick. Fireworks, Hanabi sieht eh immer schick aus in Anime-Filmen. Deswegen kann man sich, glaube ich, mal geben, ist aber definitiv kein Muss. Paprika ist wiederum ein unfassbar weirder Film. Es ist schwer zu erklären. Ich glaube, ey, guckt euch mal auf YouTube ein Video an, den Trailer zu Paprika, dann wisst ihr, was ich meine. Die Story ist unfassbar abgedreht. Man weiß meistens nicht, ob man sich in einem Traum befindet oder in der realen Welt in diesem Film. Es schwankt sehr, sehr hin und her, was das angeht, was das Surreale angeht, was das Reale angeht. Ist ein sehr crazy Film. Also, ja, kann man sich auf jeden Fall auch mal geben. Ich glaube, auch die Blu-ray von dem Film ist relativ billig, wer da Bock drauf hat. Ey, schaut euch lieber erstmal den Trailer an, dann wisst ihr, worauf ihr euch hier einlässt. Dann haben wir Film 1 und Film 2 von One Piece. Ich bin dabei, momentan One Piece das erste Mal richtig durchzuschauen. Ich bin ein bisschen mehr als 200 Folgen stand jetzt drin. One Piece habe ich natürlich früher auf RTL 2 ab und zu mal geschaut. Aber ich habe jetzt im letzten Jahr, im letzten Herbst, ist fast ein Jahr her, den Entschluss gefasst, erstmal, also das richtige One Piece jetzt durchzugucken. Bin, wie gesagt, jetzt 200 Folgen ungefähr drin. Hab mir dann auch die ersten beiden Filme geguckt, weil ich einfach so viel Spaß dran hatte, beziehungsweise gekauft. Und ja, ich muss mal schauen, inwiefern ich die weiteren kaufe, weil die bald alle immer 20, 25 Euro pro Film kosten. Ist teuer, deswegen mal schauen, inwiefern ich da am Ball bleibe, um auch die restlichen One Piece Filme mir dann Stück für Stück zu holen. Die nächsten drei Filme sind Filme, die ich alle nicht gesehen habe, aber noch vorhabe. Einerseits Giovannis Insel, den habe ich mir auch mal im Amazon-Sale bestellt. Ich fand den Trailer eigentlich ganz süß von dem Film, habe ihn aber noch nicht gesehen. Wird, denke ich, irgendwann mal passieren. Aber ja, kann ich nicht viel zu sagen. Habe ich auf jeden Fall trotzdem Lust drauf. Akira. Ja, ich habe Akira noch nicht gesehen. Liegt hier länger schon rum, habe ich eigentlich auch richtig Bock drauf, aber gerade bei solchen Filmen, wo ich weiß, dass sie einfach unfassbar gut sein werden, habe ich irgendwie dann auch keinen Zeitdruck. Schwer zu erklären. Ich muss einfach auch in richtigen Mut sein, um diesen Film richtig gönnen zu können. Ich muss mich irgendwann mal richtig hinsetzen abends, richtig Bock haben auf diesen Film und den dann richtig mit Snacks, mit Boxen am Fernseher geil sehen zu können. Darauf habe ich auf jeden Fall Lust. Ich spare mir Akira gefühlt einfach auf. Und ja, freue mich dann, den irgendwann zu sehen. Auf jeden Fall habe ich ihn hier. Und das ist ja schon mal die halbe Miete, würde ich sagen. Und tatsächlich habe ich mich vorhin verplappert, denn Jinro, The Wolf Brigade, oder ja, die Wolf Brigade, habe ich tatsächlich schon gesehen. Ich habe mir ein bisschen mehr erhofft von dem Film, auch wenn er trotzdem ein bisschen düster ist. Hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Vom Macher von Ghost in the Shell. Boah, basically, diese komischen, gruselig aussehenden Männer sind so eine Spezialeinheit und die sorgen halt für Ordnung. In Japan, in Tokio, meine ich, war das. Und ja, hat ein bisschen was mit Untergrund zu tun, etwas mit Aufruhr, mit Rebellen. Ist ein cooler Film. Kann man auf jeden Fall gesehen haben und vor allem sieht er richtig cool aus hier mit der schwarzen Blu-ray-Hülle. Richtig cooler Film, trotz allem. So, weiter geht es mit allen meinen Makoto Shinkai-Filmen. Und ich glaube tatsächlich, ich habe alle.
lass mich nicht lügen. Ich glaube, alle, die bis jetzt auf Blu-ray auf jeden Fall rausgekommen sind im Deutschen, sind in meinem Besitz. Anfangen tun wir mit The Place Promised in Our Early Days. Den Film wollte ich schon viel, ja, als ich wirklich klein war, mal sehen. Kam ich dann nie zu, aber weiter geht es dann mit meinem Makoto Shinkai-Film, von denen ich glaube ich alle besitze. Lass mich nicht lügen. Ich glaube, alle, die in Deutschland auf Blu-ray rausgekommen sind, sind in meinem Besitz. Vielleicht fehlt mir ein oder zwei, ich weiß nicht, vielleicht hat er noch ein paar Kurzfilme, die mir fehlen. Aber die großen, die richtig bekannten Filme habe ich auf jeden Fall alles. Habe ich alle. Angefangen mit The Place Promised in Our Early Days. Ist einige Zeit her, dass ich den das erste Mal geschaut habe. Dann jetzt vom dreiviertel Jahr oder so nochmal, das zweite Mal. Ist eigentlich ein cooler Film. Ist nicht mein Lieblings-Makoto Shinkai-Film. Ist aber auch trotzdem dafür, dass er schon ein paar Jahre alt ist. Wirklich visuell richtig, richtig schick. Hat auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht, den zu sehen. Dann 5 cm per second. Tragisch, würde ich tragisch sagen. Ist ein Romance-Anime, der so ein bisschen in verschiedene Episoden aufgeteilt ist, verschiedene Episoden aus dem Leben der Hauptfiguren. Und ist auf jeden Fall ein richtig, richtig cooler Film, muss man, glaube ich, auch mal gesehen haben. Also wirklich, also Makoto Shinkai insgesamt muss man, glaube ich, gesehen haben, aber coole Romance-Story, vor allem einfach coole Story, einfach coole Charaktere und wie die sich auch entwickeln, macht wirklich, wirklich Spaß. Der Film ist wirklich gut. Dann geht's weiter mit dem Film, den ich noch nicht gesehen habe. Children Who Chase Lost Voices. Die Reise nach Agatha. Habe ich auch erst vor kurzem mir bestellt, als er mal im Angebot war. Habe ich noch nicht gesehen, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Hier ist so ähnlich wie Akira, dass ich einfach bei Makoto Shinkai auch ein bisschen einfach das Gefühl haben muss, so heute ist der Tag, an dem ich einen Film von ihm gucke. Und deswegen warte ich hier noch ein bisschen mit, bis ich dann irgendwann mal richtig in, ja, richtig im Modus bin, so einen Film zu schauen. The Garden of Words habe ich vor kurzem das erste Mal gesehen. Richtig cooler Kurzfilm, sehr, sehr atmosphärischer Kurzfilm. Also richtig, richtig atmosphärisch, vor allem visuell unfassbar gut. Also richtig, richtig geil. Die beiden Charaktere sind auch sehr, sehr, sehr nett geschrieben und muss man, glaube ich, auch mal gesehen haben. Wir brechen jetzt ein bisschen die Reihenfolge, glaube ich, wie die Filme rausgekommen sind. Denn Weathering With You ist der letzte Makoto Shinkai-Film, der auf Blu-ray rausgekommen ist. Ich habe Suzume gesehen im Kino am Premierentag hier und ich war weggeblasen, weil ich den Film so geil finde. Diesen Film habe ich mir das erste Mal bei YouTube, glaube ich, ausgeliehen und dann ein bisschen später mir auf Blu-ray geholt. Ist ein richtig cooler Film, kommt für mich nicht an Your Name oder Suzume ran, aber visuell richtig schön, richtig geil. Der Soundtrack ist richtig geil, das Main-Lied ist richtig, richtig schön. Habe ich damals sehr, sehr viel gehört. Also Weathering With You ist einfach ein sehr, sehr schöner Makoto Shinkai-Film generell. Auch ein Film, den man, glaube ich, irgendwie mal gesehen haben muss. Und natürlich sein bestes Werk, unumstritten, Your Name. Wahrscheinlich ist es mein Lieblings-Anime-Film. Objektiv betrachtet muss er das eigentlich sein. Gibt aber noch ein, zwei Filme, die mindestens eigentlich für mich auf demselben Niveau sind, aus persönlichen Gründen, aber Your Name ist wirklich unfassbar geil. Also, ich glaube auch must-have gesehen, kann man das sagen. Ein Film, den man gesehen haben muss. Und ich habe auch mehrere Freunde, die eigentlich gar nichts mit Anime am Hut haben und auch die haben diesen Film gesehen und finden ihn richtig, richtig cool. Das muss schon irgendwas bedeuten. Und einfach so ein schöner Film, so ein atmosphärischer Film. Die Story ist so unfassbar nice. Wirklich ein Must-Have-Scene. Eine 10 von 10. Period für mich. Was Anime, was generell Filme angeht. Jetzt geht's nämlich an die letzten beiden Filme ran, die ich hier noch liegen habe. Und ich zeige jetzt einen Film, der so ein bisschen unter dem Radar gerät, finde ich. Ein bisschen. Ein Film, bei dem ich, ey, ich weiß nicht, am Ende, ich habe so krass geheult, habe ich selten beim Film am Ende. Und zwar Makia, eine
unsterbliche Liebesgeschichte. Dieser Film ist so unfassbar schön. Ich finde, der ist wirklich, läuft sehr, sehr unterm Radar für viele Menschen. Ich finde den so unfassbar schön. Ja, es ist, ich will nicht spoilern, aber basically dachte ich, als ich mir den Film geholt habe, also es ist eine Liebesgeschichte zwischen diesen Charakteren, ist eine Romanze, und der Film lag auch sehr lange in meinem Regal, shame on me, dass ich den erst gefühlt ein Dreivierteljahr später geguckt habe, als dass ich ihn gekauft habe, aber es ist die Liebesgeschichte zwischen einer Mutter und ihrem Sohn, und es ist eine so unfassbar schöne Geschichte, eine sehr, ja, herzerreißende Geschichte, meiner Meinung nach. Ich habe wirklich Rotz und Wasser geheult am Ende. Und ja, ist für mich auf jeden Fall definitiv auch eine 10 von 10. Sehr, sehr schöner Film. Ich bitte euch, schaut ihn euch mal an. Gebt ihr eine Chance. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das auch gemacht ist von derselben Person, die Anohana geschrieben oder mit dran gearbeitet hat. Glaube ich, habe ich mal gehört. Wunderschöne Story. Wirklich wunderschöner Film. Gönnt ihn euch. Unbedingt gucken. Wirklich empfehlenswert. Und der letzte Film, wer mein Manga-Sammlungsvideo gesehen hat, der weiß, dass es einen Film gibt, und wovon es auch eine Manga-Reihe gibt, die mir sehr persönlich was bedeutet. A Silent Voice ist für mich auch definitiv eine 10 von 10. Wahrscheinlich der Film, der von all diesen am meisten Impact auf mich hatte. Ich weiß noch, ich habe den Film erst gesehen, bevor ich den Manga gelesen habe. Der Manga ist mein allererster Manga überhaupt. Und das auch nur, weil ich diesen Film so schön finde. Das heißt, hätte es diesen Film nicht gegeben, hätte ich auch niemals zum Manga sammeln gefunden. Ich weiß noch, ich habe die ersten 10, 15 Minuten geschaut vom Film und musste erstmal pausieren und gefühlt eine Runde in meinem Zimmer gehen, weil ich das echt einfach persönlich so hart fand zu sehen. Und das, obwohl der Film jetzt nicht wirklich richtig schlimm ist, aber er ist einfach unfassbar schön, und es ist in meinen Augen auch wichtig, ihn zu sehen, weil kaum ein Film auch das Thema Mobbing so meiner Meinung nach so schön anspricht wie A Silent Voice. Hat mir so, so unfassbar gut gefallen. Ist für mich einfach ein Meisterwerk. Punkt. Ist für mich wahrscheinlich mein liebster Anime-Film aller Zeiten, auch wenn ich den Film kaum rewatche, einfach weil ich mich totheulen würde, und deswegen trotzdem totale Empfehlung, vor allem für die Leute, die den Film noch nie gesehen haben. Es ist ein unfassbar schöner und, ja, nicht trauriger Film, ein unfassbar schöner, ein dramatischer Film, sehr dramatisch, und es ist einfach ein richtig schöner Film. Also gönnt euch A Silent Voice, und ich sage vielen, vielen Dank, dass du dran geblieben bist, dass ihr dran geblieben seid. Was soll ich mehr sagen? Wirklich, wie ich schon im letzten Part sagte, Dankeschön auch für euer Feedback. Ey, jeder Like, jeder Kommentar wirklich bedeutet mir was. Deswegen vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Dankeschön, dass ihr dran geblieben seid. Wir hören uns, wir sehen uns im nächsten Video dann. Mach's gut, habt einen schönen Tag.